Bordesholm. 24.01. Montag, Bordesholm, 17.40 Uhr. Hier hat sich eine Menschenkette formiert mit roten und anderen Masken. Es gibt auch rote Karten in der Hand und diese Menschenkette ist hier in der Nähe des Bahnhofs und des Rathaus in Bordesholm, hier in der Bahnhofstraße. Ja, die Polizei ist auch vor Ort. Rote Karte, rote Lichter. Es gibt auch Nachrichten. Ja, rote Karte, Maske, rote Maske, eine Menschenkette in Bordesholm in der Nähe von Rathaus und Bahnhof. Rote Karten, die Nachricht, die hier vermittelt wird. Man weiß es nicht. Hier geht es auf der anderen Seite auch weiter. Und manche haben sich die rote Karte auch an den Kopf geklebt, roten Mundschutz. Vergesst nicht, Freunde, wir reisen. Aha. Das ist die Menschenkette in Bordesholm am 24.01.2022, einem Montag. Mit roten Karten stehen diese Menschen hier. Nehmen wir eine Kette. Ja.